Ich will noch mal kurz ein, zwei Sachen sagen, die eventuell dann auch wichtigerweise vors YouTube-Video geschnitten werden. Der erste Punkt ist, ja, wir haben das Oktogramm, die OGs, gegründet als Freigeister-Fraktion, als Gang, wo alle acht das Gleiche zu sagen haben. Und vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch nicht mitbekommen, aber es hat so nicht funktioniert. Denn jeder hat das gemacht, was er wollte. Wir sind in unnötige Kopfschmerzen reingekommen, haben unnötig Waffen verloren und. Also haben wir uns dazu entschlossen, beziehungsweise der Abi, ich und der Vize-Abi Marcel haben uns dazu entschlossen, dass es so nicht funktioniert und dass die Abis alles absegnen müssen, was entschieden wird, damit ein wenig Struktur reinkommt. Und da waren auch alle von den anderen sechs Gründern mit einverstanden. Jetzt sind wir mittlerweile 20 Mann und wir leiten keine Straßengang mehr, sondern eine Fraktion, die viel Potenzial hat, wo wir zu einem anderen Punkt kommen. Also ich finde, es hätte mehr Potenzial, wenn jeder für sich alleine kämpft. Solange es aber in der Stadt erlaubt ist und von dem Staat Dortmund nicht verboten ist, wären wir doof, wenn wir die Einzigen sind, die kein Bündnis haben. Und ich handle immer so, dass es meinen Jungs am besten geht. Und manchmal auch zum Leidtragen, dass es weniger Action gibt. Aber ich bin der Abi und ich möchte, dass so wenig Brüder wie möglich rein. Jo, ich bin auch da. Hey, yo. Grüß dich, Olaf. Grüß dich. Nicht viel. Ich bin oben am Klamottenshop und guck nochmal nach 1, 2, 3 neuen Outfits. Was geht bei euch, Jungs? Doch, nichts, Matto. Wir fahren gerade oben im Lamborghini. Nee, scheiße. Wir haben jetzt auch keinen Bock hier wieder eine halbe Stunde. Wo bist du denn jetzt, Marcel? Ich bin auf dem Weg zum Anwesen. Ich komm gleich. Jo, okay. Jungs, ihr werdet nicht glauben, was heute passiert ist, Alter. Oh, stimmt. Ich glaube, heute wird ein bisschen... Salam alaikum, Jungs. Kurze Sache. Ich muss kurz was besprechen. Watto, wo bist du? Marcel, wenn du da bist, bitte komm auf. Ich bin am Anwesen, Watto. Okay, wir müssen kurz was besprechen. Hat was passiert? Agatha ruft mich her, ich komme hier, auf einmal Breitenberg steht hier. Er sagt, ey Mahmoud, ich will mit dir reden, aber bitte im Auto. Unter vier Augen muss streng vertraulich bleiben. Ich sag, okay, Watto, chill doch, ich rede doch, oder? Dann, wir sind im Auto, wir fahren und dann erzählt er mir, ey, wie schaut's aus mit einem Bündnis, dies und das. So, sag mir mal ehrlich. Dann meinte ich so, also ich kann dir für mich sagen, meine Meinung, ich würde gerne mit euch machen, aber wenn ihr zu lange braucht, noch ein paar Tage, danach werden wir bestimmt wen anders suchen, so, ne, offen und ehrlich. Dann kann er mir einen blasen, Digga, ganz einfach. Was? Nein, das meinte ich zu dem. Ach so, ja, okay. Entweder kommt er jetzt die Tage auf, weil wir sind ja fünfmal auf dich zugekommen, also irgendwann reicht. Ich meinte, entweder jetzt, ihr entscheidet euch die nächsten Tage, ansonsten wäre, also meiner Meinung, wie ich darüber denke, ansonsten schaue ich mir wen anders so, also suchen wir bestimmt wen anders so, wie ich davon denke. Dann sagt er, okay, Dankeschön und dies und das, aber danach sagt er, aber ihr werdet uns niemals verraten, oder? Dann sage ich, ich persönlich werde dich niemals verraten, aber du musst halt mit meinem Chef reden. Du kommst, du redest mit den Chefs und wenn sie dir das Wort geben, dann hast du 100%, aber ich kann dir nicht in deren Namen irgendwas versprechen, verstehst du? Dann sagt er zu mir, okay, aber wenn ihr uns dann verrät, dann wirst du sehen, was wir mit euch machen und so. Sag ich zu ihm, so, willst du mich gerade drohen, so, weil wir sind ja alle Freunde, verstehst du? So, was ist das so? Muss er doch nicht sagen, das ist doch selbstverständlich. Dann ausgestiegen, ich habe den getasert so, aus Spaß, da meinte ich, nee, nur Spaß, steig ein und so, wir haben gelacht zusammen. Einmal komme ich hierher und dann sagt er einfach, du hast doch eh bestimmt 30 Brüder und so. Dann sage ich, nee, nur 4 und so. Sagt er, und wohnt ihr alle in einer Einzimmerwohnung? Und dann bin ich so ein bisschen durchgedreht, ich sag euch ehrlich. Was hast du mit ihm gemacht, Digga? Weil ich ja, bin ja Araber, weißt du, und da hat er so darauf so ein bisschen angespielt und so. Ich verstehe. Da meinte ich, ich war sogar zu siebt in einer Einzimmerwohnung, nicht zu zweit. Ist doch nicht so schlimm. Was hast du denn gemacht? Nichts. Ich habe dann einfach nur gesagt, so, schau mal, ich will nicht mit, das Gespräch ist hiermit beendet. So, red mit meinen Chefs. Ich will dich nicht mehr sehen, mäßig. So, hört ihr mich im Funk? Yeah. Alle OGs kommen jetzt zum Grundstück. Wir machen einen kleinen Familienausflug. Marcel und ich glaube, keiner von euch, die jetzt hier stehen, wissen davon Bescheid. Der Einzige, der Bescheid weiß, ist Big Soße. Yeah. Und wir fahren jetzt mal los. Kleinen Familienausflug. Bitte, tut mir einen Gefallen, fahrt vernünftig. Nicht, dass wir auf dem scheiß ADAC warten. Haltet auch lieber ein bisschen Abstand, aber fahrt geschlossen. Nichtsdestotrotz, ich zeige euch etwas, was ich gestern mit Soße mir schon angeguckt habe. Mahmoud, du wirst ein Ständer kriegen. Also ich sag so, es wird kein Festmahl fürs Auge sein. Das Auge ist mit und das Auge wird nicht gesättigt dadurch. Aber ich sehe GPS, das kenne ich. Okay, und wird es ein Festmahl für meinen Schwanz, Digga? Auch nicht, oder wie? Ey, verpiss dich, du Hurensohn! Es wird, ich kenne dich, Marcel, und ich weiß, was du hier in der Stadt gerne möchtest und was nicht. Und du wirst einen Steifen bekommen, Digga. Crack, ja, Kopfschmerzen, warte mal ein bisschen. Ja, also, Digga, es ist wirklich... Also, kannst du Auto fahren oder soll ich dir jetzt hier Digga, auf die Fresse hauen? Ich hab nicht kommen sehen, dass ihr auf einmal bremst. Das habe ich nicht gesehen. Digga, ich hab gesagt, nicht da aussteigen. Das bezahlst du aus all deiner Tasche, die Reparatur, Digga. Natürlich bezahl ich das aus meiner Tasche. Ey, wir,
fahrt einfach hin, wir kommen schon. Es ist doch nicht so schwer, wir fahren alle gemeinschaftlich dahin, Digga. Halt die Fresse, du Wichser! Wer war das gerade? Das war Soße natürlich. Ach so, ich dachte, es war Cracky, Digga. Bruder, ich wollte aufhören. Ist noch bei irgendjemand anderem im Auto Platz frei? Warte, wir sind gleich da. Entspannt euch, ihr Wichser. Das wird der Soße fliegt, Digga. Beste Kolonnenfahrt, die ich jemals miterlebt habe. Wer war der Fahrer? Wer war der Fahrer von eurem Fahrzeug? Soße. Bruder, kannst froh sein, dass du das warst, Digga. Ich bin so sauer gerade. Das tut mir leid, was das liegt daran, dass ihr schon 1000 Kilometer vorgefahren seid und Cracky Kopfschmerzen hat. Ja, das kann ich ja nicht hell sehen. Ruf einen scheiß ADAC und wir warten hier. Oh mein Gott. Das ist übrigens Kopfloser, ne? Der da nichts. Digga, das ist ja... Alle aussteigen und vorne am Abi-Auto sammeln. Das, was ihr da vor euch seht, besteht aus zwei... Ja, bei mir vor mir. Besteht aus zwei Flügeln. Einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite. Meines Wissens nach ist dieses Grundstück uneinnehmbar. Ihr seht die hohen Zäune und alles drum und dran. Auf der linken Seite, da hat Herr Toast seine Fraktion drin, die er jetzt neu gegründet hat, seine Mafia, die Artisch-Mafia. Herr Toast hat mich gestern angerufen. Herr Toast möchte uns als Bündnispartner haben. Ihr wisst, ich bin kein Freund von diesen Bündnissen hier in der Stadt, weil aus meiner Wahrnehmung wäre es spannender in der Stadt Dortmund, wenn jeder für sich ist. Wir wären aber doof, wenn wir aus Prinzip... Solange es genau. Bündnisse gibt, brauchen wir eigentlich. Also, genau so ist keine es. Frage. Genau ob so wir ist Fan es. Davon sind oder nicht. So ist es. Genau, und ganz einfach. Nur alleine das ist schon etwas, was uns allen gefallen sollte, denn Herr Toast hat vor, das Waffengeschäft zu übernehmen in Dortmund. Und nicht im Sinne von, dass er Bitcoin seine Waffen wegnehmen will. Er hat einen anderen Kontakt. Jeder, der hier steht, wird es für sich behalten. Ansonsten wird er von allen anderen in den Arsch gefickt. Herr Toast will den Ammunition Shop übernehmen. Er hat da ein, zwei Kontakte. Und die, hört sich interessant an. Und die Creme de la Creme, und hört ganz genau zu, die Creme de la Creme wäre im linken Flügel die Artisch Mafia, im rechten Flügel die OGs. Yo. What the fuck? Bro, das heißt, ja, das können. Sind wir eine Gang oder sind wir irgendein Bundeswehrkartell, Alter? Oder was wir ist sind, das für eine Festung? Wir sind fucking Illuminati nach dem Shit. Das könnte hier unser neues Zuhause sein. Es sieht optisch nicht schön aus im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Aber böse Zungen behaupten, man kommt bei uns aufs Anwesen leichter rein als in Tessa ihre Scheide. Bruder, wenn es nach mir gehen würde, würde ich jetzt laut rumschreien: Yippie! Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, Digga. Na, dann mach es. Dann lauf rum und schrei Yippie. Laut, dass wir uns alle hören. Ja, aber ich möchte nur eine Sache klarstellen, Digga. Ich bin nicht mehr der Action-Heres, Digga. Das ist so, Bruder. Ich klick mich nicht ein. Er ist nicht Action-Heres. Du kriegst die ganze Stadt von dir aus, Digga. Real Talk, Digga, von hier aus werden wir jeden finden, Digga, zeig ich euch, wie es ist. Jalla! Können wir aber nicht ein zweites so ein Anwesen, also ist da, wäre denn das nicht das Anwesen von Toast und wir würden da nur wohnen, so? Jo, ja, aber... Nee, das sind ja zwei verschiedene Gebäude. Aber überleg mal, wie weit die auseinander sind. Stell dir mal vor, wir werden da gefickt, bis unsere Jungs dann da sind, die wir an der Villa abhängen. Halt an, Digga, halt an, ich fick den kleinen Wichser, die versuchen mich wieder zu trollen, Digga. Übertreib nicht. Digga, so kleine Fotze, Digga. So, ich bin jetzt mal gespannt, was Breitenberg will, Digga. Oh, da ist auch was abgerannt. Also, den Puls ist, der ist noch spürbar. Ich zieh mal die Maske ab. Hola, Jungs, wie geht's euch? Geh mal ein Stück bitte. Der Typ, der Typ hier hat gesagt, er ist von den Ballers und er will die wahre Farbe lila besitzen und ist hier auf dem Anwesen rumgerannt, wie verrückt. Könnt ihr ein Stück weiter weggehen? Er ist sogar auf euer Anwesen gesprungen, hat euch beleidigt. Er meinte, die Ballers tragen das echte Lila. Ihr seid Schmutz und ich hab ihn drauf und weggetan. Ich hoffe, der kommt gleich hoch. Ich war hier, um euch zu... Moment. Was? Moment. No. Hä, was denn? Also, nix, alles gut, Hermano. Wir sagen, der Todeszeitpunkt ist 17.30 Uhr. Angie, lassen ihn hier. Fasi hat was Besonderes mit ihm vor. Jemand, der sein Leben nicht schützt, ist das Leben nicht wert. Wie ist denn der Name von dem Wichser da? Das wissen wir nicht. Aber er arbeitet für die Ballers und er meinte, ihr sollt das Lila nicht tragen, etc. Können Sie seinen Ausweis nicht kontrollieren? Doch, wir dürfen leider das dürfen nicht rausgeben. Okay, schade. Ich dachte, die Ballers gibt es nicht mehr. Dachte ich auch. Ich dachte, das ist ein... Die Ballers gibt es auch nicht. Das ist irgendjemand, der Fitner machen will. Naja, hat wohl nicht so gut funktioniert. Nee. Der war auch auf euer Anwesen und der mit diesem Buggy da. Dann komm, Erik, dann lass uns gehen. Der Schmutz. Olaf hat doch. Hier steht Oktoschwanz. Ihr setzt im Anwesen steht Oktoschwanz. Was ist denn bei euch was los? Was für eine Müllabfuhr kommt da denn?
Wir haben gehört. Ja, man kann trotzdem von hinten reingehen. Das ist Elektronik hier. Haperfahrt, hier sind überall offene Fenster. Wir haben gehört, ihr habt Kabelmann und die LED-Lampen sind kaputt. Nein, nein, habt ihr euch verhört. Ja, wir haben da einen Auftrag bekommen. Das kann nicht sein. Von wem habt ihr einen Auftrag bekommen? Alle Graffitis einmal. Na scharf, wir haben eine PDF-Datei bekommen. Zeig sie ihm. Sepp, hast du hier einen neuen Berufszweig aufgebaut, oder was? Na, einen zweiten. Das ist mein Business. Das ist doch ein Papito. Gute Nacht. Ja, schauen Sie mal im D-Funk. Wir haben doch was von ihm bekommen. Schauen Sie mal bitte im D-Funk. Was wollt ihr machen? Wir Lichter wechseln. Sie, nicht nur ein paar Lichter wechseln. Wir müssen ihr Anwesen auf Kabelmaden überprüfen, weil diese scheiß Kabelmaden haben wir schon in der ganzen Stadt. Wissen ja, Sie? Ja, die sind in der ganzen Stadt. Und alles sogar in jeder Bank. Ja, ja. Ich habe in der Stadt mir sagen lassen, dass eure Einsätze immer damit enden, dass weniger in der Kasse ist. Ach nein, das muss verwechseln. Das muss ich verwechseln. Meine Einsätze. Ja, ja. Das sind nicht wir. Ja, natürlich. Die Einsätze. Die Elektriker mit der Adlermaske, die waren mir immer vertrauenswürdig. Okay. Und weiteres, die IBAN-Nummer und die Telefonnummer steht alles von mir ist aktiv. Aber nur mal für mein Wissen, haben Sie sich da vertippt? Warte mal. Bei dem Namen? Aber bei dem Preis. Also. Da haben wir extra einen Freundschaftspreis. Eine Million! Arbeiter! Eine Million! Den Preis hatten wir mit Sosa vereinbart. Moment, lassen Sie. Der Chef kann es vorrechnen. Sosa, wo bist du? Sofort zum Anwesen und eine Million mitbringen. Ganz kurz, ich rechne das mal aus. Ja, rechne mal vor. 18.000 für die LEDs, 200 Euro Mehrwertsteuer plus die mexikanische Mehrwertsteuer plus das, was natürlich ist, an meine Ex-Frau und meine Kinder zahlen muss, macht einen Gesamtwert von 1 Million Euro. Jungs, ihr könnt gerne hier arbeiten. Aber für 1 Million mache ich mir einen schönen Abend im Casino hier in Dortmund. Also das haut nicht hin. Also wir haben Ihnen schon so eine schöne Rechnung zukommen lassen, Herr Eine schöne Saft. Rechnung? Das zieht mir das fast ist eine die ganz feine Rechnung. Ja, warten wir mal. Da kommt ja Soße. Das will ich jetzt mal wissen, dass der das bestätigt hat. Okay, ich glaube, der muss mal bestätigen, dass sie überhaupt noch lebt, verdammtes Scheiß. Yeah. Wir sind die Besit Elektronik GmbH, sieh? Wer macht Besit nichts Licht, kommt Besit Elektronik. Und wir haben einen Auftrag, Sosa. Und guck mal, hier ist deine Unterschrift. Wo ist meine Unterschrift? Da unten rechts, schau mal. Guck, unten rechts. Komm mal zu mir, sieh. Jetzt guck unten rechts, siehst du das? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob die deine Unterschrift gefaced haben, aber... Warte mal, Pablito. Ich glaube, ich kenne das Ding. Ich kenne das Olaf, nicht. Komm, ich glaube, du hast ihn aber... Oder dein Chef hat ihn irgend so einen Umschlag gegeben, wo 500 Gramm stand oder mehr. Olaf. Oder Kilo. Ich habe gerade eine SMS von Breitenberg bekommen, Digga. Der schreibt, Cops auf dem Weg zu euch. Vorsicht, 4 Autos, 1 Heli sind ohne GPS am Strand hinter der Treppe. Warum sollten Cops zu uns sein? Keine Ahnung, ich habe die SMS gerade so bekommen, Digga. Von Breitenberg. Hörst du einen Helikopter? Nö, die sind auf dem Weg, steht da. Jetzt gerade ist die SMS gekommen. Jungs, alle OGs, wenn ihr Waffen stecken habt, sofort einlagern. Vorsichtsmaßnahme. Okay, das war mein Fehler, Digga. Wieso? Das war eine ältere Nachricht, Digga. Okay. Keine Waffen einlagern. Jeder, der Marcel Heris einmal beleidigen will, kann hier einmal herkommen. Der hat eine SMS vorgelesen, mir gerade von vor 5 Jahren. Also, ich bin bereit, euch zu entlohnen. Ich habe gehört, ihr macht gute Arbeit, aber 1 Million... Wir sind die Besten. Ja, aber... Ihr Bodenlosen! Oh mein Gott! Oh mein Sosa, Sosa. Mit Kabelmorden ist nicht zu spaßen. Dass ihr euch nicht schämt. Ich habe 3 Jahre eine Ausbildung gemacht, genau für diese Situation. Bei Kabelmorden jetzt kannst du mich nicht entlohnen und sagst bodenlos. Ja, aber ey Jungs, 1 Million, also komm. Macht euren... Ey, Jungs, ich geb euch die Million von mir selber. Für das, was ihr hier gemacht habt, gebe ich euch die Million. Da müssen wir jetzt auch anfangen. Da müssen wir aber echt langsam meine anfangen. IBAN-Nummer. Sieh, das Fang ist an, meine... IBAN. Oder, das ist so bodenlos von denen, Digga. Und natürlich will ich denen nicht ihre RP-Situation kaputt machen. Aber 1 Million ist schon bodenlos frech, Digga. Bodenlos frech, Digga. Abscheulich. Ich glaube, da muss ich ein Bild von mir hinhängen. Digga, ich hab das gehört. Oh, sorry, Mann. Tut mir leid, Mann. Hast du das Bild im Eingang gesehen? Aha. Ich meinte, ja, das ist natürlich am hässlichsten, der hier, den Wichser meinst du, ne? Schau dir den mal an, Alter. Widerwärtig. Bei uns gibt's so hoch gezüchtete Scheiße, Mann. Warte, Tschernobyl ist behindert. Glaub mir, das ist eine behinderte Sorte. Das geht
Jetzt hat mich weggenommen. Nichts geht über Kelly Weed, Mann. Jetzt hau mir meinen Gorilla Glues, Beste. Nichts geht über Kelly Weed, Mann. Olaf, was sagst du? Was war deine Lieblingssorte? Was? Hast von Ottmann. Ottmann. Vom Ottmann. Hey, also soll ich euch kleinen Hosenscheißer mal was erzählen? Ich komme aus einer... Hör mal zu. Ich komme aus einer Zeit... Kein Augenblick, bitte. Ich komme aus einer Zeit, da war es scheißegal, Digga, wie die Sorte hieß. Hauptsache, sie hat High gemacht. Ja. Da ist man zu seinem Dealer des Vertrauens gegangen und der hat einem das gegeben, was er da hatte. Und man hat das, was man hatte, daran bemessen, wie es geknallt hat. Wenn man nach 10 Minuten Pappmaul, rote Augen und ein Lachflash hatte, dann war es guter Shit. Ja, immer safe, Pappmaul. Pappmaul ist immer das Beste. Und dann weiß ich nur, der wichtigste Test, ob es gutes Zeug war, war, wenn du dir abends einen runtergeholt hast. Hey, Mann, das ist das Beste. Ja, so ist es. Bei Pappmaul, ich habe immer Müllermilch getrunken. Das war immer am besten. Mein Kollege auch immer so, lass mal Kaufland, ich brauche Müllermilch. Müllermilch, Banane, Digga, beste damals. Oh gewesen. Ja, Olaf. Ja. Mann, Olaf, ich schwöre. Ja, ich habe alles Jahren getrunken, Alter, was ich überhaupt in meinem Maul bekommen habe, Mann. Ja. Ich weiß, damals habe ich meinen Kollegen, als ich die ersten Male damals einen geraucht habe, ihr müsst euch so vorstellen, mir ging es damals gut, aber ich bin jetzt nicht so aus einem Haushalt gekommen, wo wir alles hatten. Uns ging es gut, uns hat es an nichts gefehlt, aber mein Kollege, wo ich das erste Mal gekifft habe, war so ein bisschen anderer Kontrast. Seine Eltern gut verdient, Reihenhaushälfte, Hund, Garten, immer voller Kühlschrank und immer nur die köstlichsten Köstlichkeiten. Und es war immer das Gleiche. Sobald wir einen geschmokt haben, Digga, waren dann so, ey, Digi, meinst du, ich kann noch mal kurz runter in Dings gehen, in eure Küche? Und ich hatte damit auch nie ein Problem, high irgendwie den Leuten unter die Augen zu treten. Und vielleicht kennt ihr das noch, die hatten immer von, ich glaube, wie hieß die Marke nochmal, Vitalis oder so, diese Müsli-Marke, das Knusper-Schokolade-Müsli, Digga. Und das habe ich mir immer gemacht, Digga, und immer noch extra Zucker mit reingemacht, Bruder. Oh, der Bruder. Das war dieses andere Köstliche. Hast du das mit warmer Milch oder mit kalter? Die geilsten, Alter. Was für warme Milch, du Wichser. Was für warme Milch, Alter. Digga, warme Milch zieh ich mir nur aus der Titte deiner Mutter, Junge. Fickt euch, ihr Wichser. Fickt euch alle. Ja. Setz dich wieder hin, du Schmutz. Hey. Ja, setz dich wieder hin, Alter. Sogar wirklich hingesetzt. Aber Olaf. Bruder, nein, ich muss da einmal nochmal kurz hier. Wer ist denn Müsli mit warmer Milch? Frage ich mich auch, Alter. Weißt du, ey, darf ich bitte den Abknall? Nein, nein. Ich schwör, probier das mal. Ehrlich. Mit warmer Milch? Werde ich nicht tun. Ja, stell die Milch kurz in die Mikrowelle und dann mach das Müsli rein. Ehrlich. Warte mal, zuerst geht Milch. Bei warmem Wasser, Alter. Ja, wenn du warme Milch willst. Warte, natürlich. Du hast gerade gesagt, man soll die Milch in einer Schale packen und danach in die Mikrowelle. Und dann das Müsli. Das Müsli also komplett. Also isst du dein Müsli zuerst mit... Oh mein Gott. Nein, mit Kaltschleifen. Ich das Weiße und hintereinander. Ey, bei Gott, ich häng dich auf. Was bist du denn für eine verrückte Puppe? Ich schwör, probiert das doch mal. Urteilt doch nicht, ihr Wichser, wenn ich es noch nicht probiert habe. Also ich sag dir so, für mich hört sich das so wie nach einer Sünde an. Das hört sich genauso an, wie diese Schmutzmenschen, die Hawaii-Toast essen oder Hawaii-Pizza, Digga. Ehrlich, genau, probier das mal, wenn es so kalt draußen ist. Schön auf die Terrasse setzen und dann das Müsli essen, weißt du? Bruder, da wie du da mit deinem zusammengekniffenen Bein sitzt, du siehst doch aus wie jemand, der warmes Müsli ist, Digga. Was suchst du eigentlich bei den OGs? Werd mal Mathelehrer oder irgendein Geierclub, Alter. Ja, dann besorg mir eine Schule und ich unterrichte Kinder, du Wichser. Olaf, kannst du da was klären? Wie unterrichtest du die denn? Nee, wie man den Grinder anpackt? Ey, aber jetzt machen wir die ultimative Challenge. Gibt es jemanden, der keine warme Milch mit Honig mag? Oh, beste Leben. Oh, ja, ich schon nicht. Ich mag das beste Leben. Du magst es nicht? Was bist du für ein Schmutz, Digga? Für ein Schmutzmensch, Junge. Schoko, Müsli. Müsli mit warmer Milch, aber keine warme Milch in den Honig, Digga. Bruder, aus welchem Loch bist du rausgekrochen? Nein, ich wüsste ihn jetzt hier, Digga. Ja, scheiße. Hinrichte und Blattout. Du kassiert gleich an den Kopfschuss, ihr Wichser. Voicecrack, stehst du dann immer nur drauf, wenn du die grüne Medizin dir reingesmoked hast? Ja. Ja, okay, aber da muss ich sagen, da habe ich auch die ekligsten Sachen. Ja, hör mal zu, ich habe mir einen Kakao gemacht. Hab Schokostreusel mit reingemacht und Zucker. Ja, Bruder, das war halt einfach dieser ultimative. Digga, das war der ultimative Zuckerflash auf eines, Bruder. Das war Diabetes to go. Aber warum bist du denn alles extra Zucker?
Aber ich raff das Ding, das süße Ding halt auch gar nicht, ja? So Mc's oder so, gefühlt 5 Menüs fressen, übergeil, ja? Nee, doch kein Zucker, hä? Doch, doch, ja, natürlich, Bruder. Natürlich, was ist das Beste? Gesalzene Pommes von Mc's, Digga. Bato, so eine richtig schöne Schokomilch oder so eine Müllermilch von Bananemann. Ich hab damals... Okay, Müllermilch, easy, ja. Aber, Digga... Wir haben damals zusammen mit einem Kollegen Pilze gefressen und auf Pilzen hast du auch... Pilzen hast du auch richtig Bock auf Fressen. Und wir sind zu McDonald's gegangen und wollten unbedingt einen McFlurry mit extra Karamell. War draußen? Draußen, ja, draußen. Wir sind zu McDonald's gegangen und haben dann diesen McFlurry bestellt. Und Bruder, die hatten den einfach nicht. Die Eismaschine war aus. Oh. Und, Eismaschine und, kaputt, man kennt, Digga. Ich bin rausgegangen und hab ein Lachfleisch geschoben, aber mein Kollege hatte so einen Schock, dass er einfach da drinnen stehen geblieben ist, 5 Minuten, und drinnen den Lachfleisch geschoben hat. Das war so eine wilde Nacht. Also Pilze, ganz, ganz gefährlich. Mein Kollege war auch mal Mc's, Alter. Mein Kollege war auf Teile, ich war komplett stoned. Wir haben uns Mc's beim McDrive zu Fuß was geholt. In seinem Burger war ein Haar und er ist richtig anfällig und mit Teilen ist man voll außer Kontrolle. Oha. Er hat seinen Cheeseburger ausgepackt, hat reingebissen, hat ein Haar im Ding, ist zum Drive-In wieder gegangen und hat einfach den Burger in die Fresse von der Frau geklatscht. Aber gut, wenn ich ein Haar da drauf hätte, würde ich auch ausrasten, Digga. Nicht so, aber naja. Aber weißt du, was Voice Crack mir mal erzählt hat im Heimlichen, im Stillen und Leisen? Dass wenn er einen gesmoked... Alles um unser GPS. Bitcoin hat Marcel getötet. Oh, Bitcoin? LCN und ganz Kali wird kommen. Ich und ich kommen einfach ab, Jungs. Wir haben einfach... Sollen wir jetzt kommen oder nicht? Sofort lieber ab. Bruder, lieber nicht. Ganz LCN und Kali wird uns jetzt hier gehen. Alan, wir haben Bitcoin. Scheiße. Okay. Erzähl mal kurz über Funk, was ist passiert. Bruder, wir waren hier. Bitcoin meinte, Marcel hat anscheinend Breitenberg getötet. Auf einmal zieht er sein Messer und sticht Marcel ab. Hört mal zu, Mr. Bitcoin hat anscheinend was geplant. Da können noch viele von LCN und Bitcoin auftauchen. Deswegen Marcel, Mahmoud und ich haben uns erstmal versteckt in der Ecke. Aber mal eine ganz allgemein gefragte Frage. Hat Marcel Breitenberg umgebracht? Ja. Boah! Aber das kann kein den Scheiß. Also, ihr habt das jetzt eben gerade gemacht? Nein, das vorhin hat der Breitenberg umgeknallt. Verstehst du? Und angeblich hat das wer halt mitbekommen und der hat halt Bitcoin erzählt. 6204 ist ein Kali-Auto auf jeden Fall, unten, unter euch. Also, nur ganz kurz für mein Verständnis. Marcel war mit mir in der Stadt und hat die rechte Hand von Bitcoin umgebracht, ohne das Rücksprache zu halten mit dem Abi. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber der war halt richtig frech, Breitenberg. Es ist mir völlig scheißegal, ob der frech ist oder nicht, Digga. Aber wenn Marcel Breitenberg umgebracht hat und der im Krankenhaus aufgewacht ist, woher wissen denn die Leute vom Kali-Kartell Bescheid? Jungs, ich brauch ganz dringend Abholung. Ganz dringend, Digga. Wir kommen. Jo, kommt alle zu Olaf, Digga. Olaf steht hier. Fang mal an, ja? Hey, Olaf, ich geb dir jetzt was auf. Jungs, hört doch mal jetzt zu. Digga, was bist du für ein Wichser, Digga? Ich fang grad an zu reden. Du fängst an mit, hey, Olaf, ich hab Ding. Digga, okay, dann red aus, Digga. Anscheinend ist das viel wichtiger. Red aus, nein, ich möchte jetzt unbedingt wissen, was du hier hast, Digga. Okay. So, wir haben ein großes Problem mit dem Kali-Kartell gerade, ja? Und zwar habe ich mich vorhin mit Mahmoud und Isco bei Breitenberg getroffen. Das wollte ich auch Olaf erzählen. Ich meinte ja vorhin zu Olaf. Ich war nicht dabei. Achso, du warst auch dabei. Doch, stimmt, Sosa war auch dabei. Genau. Und ich habe ja dir vorhin gesagt, Olaf, ich muss dir was erzählen, weißt du noch? Auf dem Weg zum Anwesen. Da habe ich zu dir gemeint, ich muss mal mit dir kurz reden. Wichtig. Ja, da wollte ich dir das erzählen, aber ist wahrscheinlich ein kleiner kindischer Vorfall bei uns im Anwesen passiert. Ich mich natürlich nicht erinnere, Digga. Und das alles zerstört. Wir haben uns mit Breitenberg getroffen und er hat Mahmoud dort zur Sau gemacht, Digga. Er hat ihn erniedrigt, ja. Ich hatte nicht vor, ihn abzuknallen oder sonstiges. Ich habe ihm einen saftigen Headshot gegeben. Und da war niemand, weit und breit niemand in der Nähe. So hat mich Bitcoin darauf angerufen und ein Treffen vereinbart, ja. Hat mich gebittet, dass ich da hinkomme. Wir sind da hingekommen. Er hat, wie ihr ihn kennt, 20 Minuten lang um den heißen Brei geredet und hat mir ein Messer zwischen die Rippen gestochen, ja. Daraufhin haben Mahmoud und Isco Bitcoin abgeknallt. Also Bitcoin liegt. So viel zu dem Thema. Ich bin mir sicher, dass wieder irgendjemand Unsichtbares das gesehen hat und wir jetzt ganz große Schwierigkeiten haben. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Und zu meiner Linken seht ihr ja Olaf Toast. Moin, moin. Wie geht's dir? Mahlzeit. Moin. Jo. Ich würde mal sagen, das mit der Bündnis mit dem Kali-Kartell hat sich hiermit erledigt, Digga. Mein Telefon klingelt. Oh. Hier liegt ein Helikopter auf dem Weg hier hin. Du hattest eine Gleiter. Hola, Olaf. Hallo. Warte mal, irgendwas stimmt. Hat einer Munitionspack von euch? Meine Leute sich bereit machen, gegen euch zu schießen. Hast du Munitionspack oder einer Munitionspack? Ich weiß. Es ist anscheinend einiges vorgefallen. Ich versuche gerade einiges zu klären. Schwachstelle ist. Aber ich meine, wenn ich davon nichts weiß und du anscheinend jetzt nichts. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Und legt euch alle irgendwo hin. Ich habe meinen Leuten gesagt, die sollen sich zurückhalten. Das klären, irgendwas stimmt da nicht. Die sagten, no, wir können ihnen nicht sagen, wieso.
bekommen? Mhm. Fakt ist, sie haben es verdient. Alle hier. Anscheinend sind wohl mehrere Leute nach dem Treffen. Okay. Wo Jungs, ganz kurz, wisst ihr, bei welcher Postleitzahl denn Eli war? Könnt ihr uns das durchgeben? Ungefähr. Kann ich durchgeben? Ja, mach. Sie sagten zu mir, sie. Ich kann Ihnen auch nicht viel zu sagen. Ich kann dir nicht mehr sagen, was die deine Jungs gerade gesagt haben. Sie haben ja nicht viel gesagt. Genau. Und du weißt ja, warum sie dir nichts gesagt haben. Richtig. Und nur die Frage ist, ist das alles das, was sich für einen Krieg lohnt oder nicht? Das weiß ich nicht. Deswegen rufe ich dich an. Nicht Marcel, nicht Mahmoud, sondern dich. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich melde mich bei dir nochmal. Bei der Galage ich muss jetzt erstmal selber Informationen einholen. Dann melde dich bitte, Olaf, sobald du was weißt. Ja. Auf 3 Kilometer weg. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Bitcoin hat mich gerade angerufen. Hm. Was sagt er? Dass seine Leute gesagt haben, dass sie uns ficken wollen, beziehungsweise uns angreifen werden. Hm? Er nicht weiß, worum es geht und er hat mich gefragt, ob sich das alles für den Krieg lohnt. Er will direkt Krieg? Er erwähnt direkt Krieg? Ja. Ich glaube, der Typ mit Blatz haben den nicht gereicht. Olaf Toast, meine ich. Was hältst du denn davon, wenn wir denen mal zeigen, was die Artisch-Familie so drauf hat, Digga? Wir sind gerade mitten in der Aufbaustruktur. So wie ich euch kenne, sind 3 Leute von euch, Digga. Wenn du verstehst, was ich meine. Da sehe ich uns. Die Bitcoin jetzt ruft mich an. Ne? Bitcoin ruft 13, mich an. Ja. Soll ich drangehen? Ja, wir sind ruhig. Sag ihr aber nicht deinen Standort. Herr Bitcoin. Ich grüße Sie. Mir geht's sehr, sehr gut. Und wie geht's Ihnen? Sie sind im Krankenhaus aufgewacht. Eieieiei. Hatten Sie Durchfall? Okay. Vielleicht nicht. Ja, können ja einige Sachen gewesen sein, ne? Sie hatten gestern einen Gespräch mit Cheeto, ja. Viel Action. Ja, der Kampfhelikopter von Toast wäre schon lustig. Du bist genervt? Nein, Digga. Ich versuche nur zu reflektieren. Wäre ich genervt, wäre ich schon ausgerastet oder sonstiges. Aber ich bin jetzt einfach ruhig und höre mir alle Seiten an, Digga. Und versuche zu reflektieren. Ich habe nur eine Frage, Digga. Hat jemand ein Problem damit, dass ich mich für Mahmoud gerecht habe? Der soll einmal die Hände hochgeben. Natürlich nicht. Ich möchte das nicht wissen, Digga. Nein, oder? Okay, das wollte ich nur klären, Digga. Bester Mann, beste Leute hier, Mann. Ohne Spaß. Was machen wir jetzt? Ja, bei Tito, Tito hat schon recht, wenn man sollte sich vielleicht erstmal, dass wir uns gesondert verkrümeln und erstmal wir unter uns einen Plan schmieden. Klar, es wurde jetzt schon gesagt, wir gehen ein Bündnis ein, aber wir sollten da vielleicht wirklich Klartext reden und nochmal alles absprechen, wie wir wirklich weiter vorgehen wollen, damit wirklich klar ist, was wir machen. Was ist unsere Taktik? Wollen wir uns barrikadieren? Jungs, schaut mal, barrikadieren, das fühle ich, Digga. Aber das wird niemanden Spaß machen, weder uns noch den anderen. Ich glaube nicht, dass sie so dumm sind. Die wissen ganz genau, dass wir dort sind und die Obermacht werden sich zurückziehen. Hm. Ich wäre dafür, wir zeigen denen einmal, wer wir sind. Beim zweiten Mal nehmen wir Kontakt auf und versuchen das mit den Worten zu klären, ja? Aber wir wir zeigen denen, wer wir sind? Ja, indem wir jetzt erstmal angreifen und denen zeigen, indem wir jetzt erstmal angreifen und uns zurückziehen und das Kontakt aufnehmen mit Worten. Und wir sie auch gerne einladen. Halt deine Schnauze. Damit wir das Kontakt aufnehmen. Ja, Digga, ihr seid perfekt. Also wollen wir bei denen in deren Gebiet einreiten? Also das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. In deren Gebiet, wo die sich auskennen, einreiten. Vielleicht, wo sie auch gewisse Ecken und Nischen kennen, die wir gar nicht kennen. Oder wollen wir eventuell, was man auch machen könnte, 2-3 Autos von uns in der Stadt irgendwo positionieren. Und mit Sicherheit wird sich rumsprechen, dass da 2-3 Autos von uns stehen. Und sie werden alle dann dahin schicken. Und eventuellerweise sind die anderen im Hinterhalt und warten, bis die da anrücken. Weil die werden kommen und die da sind, hops nehmen wollen. Und fragen wollen, wo sind die anderen? Sag mir, wo die anderen sind. Sollten wir vielleicht mit Zivilfahrzeugen, hat doch jeder oder nicht? Nee, aber mit Zivilfahrzeugen erkennen sie uns ja auch nicht. Wenn wir wenn wir mit Fraktion was machen, dann müssen wir uns auch als Farbe zeigen. Ja, das ist verboten. Erstmal zum Anwesen BFs und Autos packen. Genau, so machen wir das. Ja. Aber wir müssen jetzt zu unserem Anwesen, ne? Ja, erstmal da untersprechen. Komplett von zwei. Alle Augen offen, ja? Die werden da 100% wen im Dings haben. Also ich sag jetzt schon, Digga, da muss ich auch sagen, dann bin ich auch leid. Es wird auf jeden Fall nichts, ja. Das weiß ich jetzt schon. Alleine jetzt nur schon, dass wir zu unserem Anwesen fahren, ist so dämlich. Olaf, warte, jemand steht du mit mir? Also, wohin sollen wir? Junge, bist du Ding? Anwesen. Zum Anwesen, alle zum Anwesen. Du hast doch selber den Plan gemacht mit BF. Ja, Bruder. Okay, ich dachte schon, du bist. Ja, ich weiß, du hast Gas und Bremse verwechselt. Ich weiß nee, nicht. Du bist nach links und dann nach rechts gelaufen, sorry. Tag auf. Auf geht's. Okay. Okay. Koordinaten bitte, krass, ich bitte, ich weiß, dass ich von den Komm, Junge, komm, wo ist Fred? Jungs, ihr geht alle vor, Digga. Ich und Olaf fahren euch hinterher. Wo fahren wir denn jetzt hin, Digga? Ich kenne das Anwesen nicht. Du kennst das Anwesen, Digga. Bitcoins Anwesen. Ja, Bitcoins Anwesen, aber ich kenne die umliegenden Straßen und so halt nicht, ne? Du, ich war da 1-2 Mal. Ja, wir gehen hoch auf die Berge dann, ja? Mit Cracky. Das war unser Ding. LCN,
Nee. Spotte. Aber die sehen das auch, glaube ich. Und die hören das auch. Ja, ja. Hier aussteigen, Digga. Komm mit. So, so jeder auf seine Position, jalla. Berge von uns sind schon besetzt. Berge von uns sind... Ich bin auf der Zug. Cracky, wo bist du, Watto? Ey, wie weit wollt ihr noch fahren, Mann? Ey, Manu, ihr seid schon viel zu viel am Lowfahren, Mann. Lass doch lieber uns anschleichen. Ja, wir können gute Verstärkung gebrauchen. Kommt her, sofort. Okay, die sind hinterm Anwesen. Alles klar, jalla. Ich glaube, da unten ist schon einer. Unten an der Straße ist schon einer bei uns. Runtergehen. Ach, Digga. Pass auf, Mahmoud, direkt da unten sind welche. Isko, Mahmoud, wo seid ihr? Verdammt, die haben schon alles besetzt. Halt dich bedeckt, Olaf, ja? Ja, jetzt mach Motor. Auf dem Dach bei denen ist einer. Ich glaube, links unten am Berg war einer. Wir haben keine, die Schüsse kommen nicht an bei uns. Ich glaube, hier vorne am Berg ist schon einer. Jo, warum kommen meine Schüsse nicht an bei denen? Wo willst du hin, Soße? Lass doch rechts zu den anderen Jungs rüber. Komm mit Fahrzeug hoch. Die schießen hier, hier vor uns, vor uns. Nein, das macht Mut, Mann, das macht Mut. Ja, der... Ey, einer liegt. Die sind oben. Oben auf dem Berg bei den anderen, oben bei dem Berg auf den anderen. Die sind hinter uns, wo wir die Motorräder geparkt haben. Ich muss keinen Kill machen, Chat. Auf dem Berg wieder, Mahmoud, auf dem Berg, wo wir vorhin gejagt haben, mit Flecki. Pass auf, Olaf, er ist rechts von dir. Ja. Wo wir die gejagt haben, mit Flecki. Der ist hier unten. Polizei ist da, Polizei. Oben auf dem Berg ist tot, hab ich geholt. Ich hab gesagt, dass ich ein bisschen geübt hab, Digga. Wir müssen auf den Berg. Die werden gleich von dem Berg oben angreifen. Die haben da die High Position. Andere Seite. So, Ola, einmal die Hände hoch. Sie können sich... Nein, ich wollte doch gerade... Lass mich ausreden. Sie können sich behandeln lassen. Natürlich können... Sie kriegen was zu trinken, was zu essen und danach können sie ihre Waffen abnehmen. Man hat da richtig Schmerzen drin. Ja, das kommt, weil die Schürfwunde schon Dreck aufgesammelt hat. Ich habe am ganzen Körper Schmerzen. Wurde ich angeschossen. Ja, sie wurden an der Brust angeschossen. Die Kugel möchte ich gleich erstmal entnehmen. Die soll ich erstmal drin lassen, wurde mir gesagt. Wollen Sie mich verarschen? Ich habe eine Kugel in der Brust. So, Vorsicht, jetzt ein bisschen brennen. Ah, Mann! Dann will ich jetzt die Kugel auf 3 entfernen. Okay, hier auf der Straße wollen Sie die Kugel entfernen? Auf der Straße möchte ich die Kugel entfernen. Das will ich nicht. Sonst würden Sie zu viel Blut verlieren. Sie nehmen die Kugel doch nicht jetzt raus aus einer Wunde, dann blutet die doch mehr. Die verstopft doch jetzt die Wunde. Ja, und dann möchte ich dann Druckverband draufpacken und würde sie ganz gerne mitnehmen. Ja, machen Sie das. Machen Sie mit deinem Blut erst, hier wird erstmal niemand wegkommen. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Es war ein guter Angriff und aus Fairness halber werden wir den Leuten ihre Waffen nicht abnehmen lassen von der Polizei. Diejenigen, die überleben, werden natürlich bestraft. Wieso, weshalb, warum auch immer? Ja, also nehmen wir die Waffen. Wir finden es schade, dass es dazu gekommen ist. Mhm. Ist es für Sie in Ordnung, wenn wir Sie hier alleine lassen mit den Herren hier? Geht doch nichts anderes. Wir brauchen die Hände nicht oben halten. Oh, Bruder, ich habe aber ein bisschen... Warte. Oh! Oh! Ja. Kommt ganz normal hierher, Hermanos, Marcel. Wir reden. Was hast du eigentlich geschrieben auf dem Wind, fertig, Hermanos. Ja? Nee, mich hat gerade jemand angerufen. Hermanos, das sind nicht meine Wortlaute. Also verdreh sie auch bitte nicht. Im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden. Und ganz normal gesagt, hör zu, Hermanos. Aber wieso kommt Breitenberg? Wieso kommt Breitenberg zu mir, Cardano zu mir und sagt, Bruder, wir wollen die LCN weghaben und wollen mit euch ein Bündnis? Okay, was? Ganz gut! Alle, Olaf ist jetzt auch da, dann lass mich die Geschichte von Breitenberg mal auspacken. Ja, sehr gerne, erzählen, weil die ist wichtig. Also, ich war heute ein bisschen früher am Start, chille, auf einmal kriege ich einen Funk, ey, Breitenberg, der Baron steht vorm Anwesen und will dich sprechen. Ich meine, kein Problem, bin direkt hingefahren, war in der Nähe. Ich meine, Breitenberg, ja, was gibt's? Also, ich will bitte aber gerne fahren, wir können das auch in deinem Auto. Ich meine, kein Problem, ich bin eingestiegen, er ist Beifahrer, wir sind ein bisschen losgefahren. Und dann sagt er zu mir, deine ehrliche Meinung, mit wem willst du ein Bündnis? Und ich rede hier von meiner Person, nicht irgendwie frag. Ich sag, meine persönliche Meinung war, mit euch, aber wenn ihr euch 3 Tage Zeit lässt, 4 Tage Zeit lässt, dann dauert das zu lange, dann werden wir uns wahrscheinlich wen anders suchen. So denke ich über die Sache. Dann meinte er, okay, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Er meinte, aber ich persönlich werde alles dafür tun, dass die LCM mit uns kein Bündnis mehr hat, sondern wir, dass wir ins Bündnis kommen. Aber wenn wir dann das Bündnis auflösen und ihr uns dann verrät, dann wirst du sehen. Da meinte ich, willst du mir gerade drohen, Breitenberg? Er sagt, ja, ich will dir drohen. Er hat sich mit mir verglichen, Bruder. Ich sag dir, wir waren damals so arm, wir mussten Müsli mit Gabel essen, um Milch zu sparen, verstehst du? Und weißt du, was er sagt? Er sagt, ja, ich kann das nachvollziehen. Damals im Internat hatte ich immer nur 2 Rennpferde und der Rest hatte 5. Deshalb ist er arm und kann mich nachvollziehen, Bruder. Jeder hat eine andere Warnung, Mahmoud.
Für ihn ist es vielleicht ein armer Mensch, der eine Million auf dem Konto hat. Für dich ist ein reicher Mensch mit 100.000 auf dem Konto. Ja, aber das stimmt. Chef, Hermanos. Nee, sag dir mal. Moment, Breitenberg. Möchte ich auch was dazu sagen. Ja, da kannst du noch nicht, nur eine Kleinigkeit. Zum Beispiel auch, Bruder, das ist echt unangenehm, aber schau das jetzt einfach raus. Ihr habt ja bestimmt alle Klopapier. Wir mussten unseres waschen, um es nochmal zu benutzen, versteht ihr? So schlimm war das, Bruder. Schon darüber Witze zu machen, Bruder. Weiß ich nicht. Erzähl ihm auch die Geschichte mit den Süßigkeiten, Mahmoud, Digga. Erzähl ihm das auch noch, Digga. Sei ehrlich, als Kinder habt ihr alle Bonbons gegessen. Genau, Digga, ja. Ich musste an Steinen lutschen, weil ich mir keine Bonbons leisten konnte, Jungs. So ein Mineral. Die hatten so wenig, die mussten alles teilen, Mann. Sogar ihr Schlafen mussten sie teilen. Sogar unseren Schlaf mussten wir teilen. Ja, was hat er gerade gesagt? Hast du gerade Real Talk gesagt? Ist mineralhaltig? Also ich werde dir gerade beschuldigt ohne Ende. Also ich finde das erstmal gerade, ich finde das gerade ein bisschen respektlos von dem... Also er schüttelt hier sein Herz aus der Kindheit aus. Egal in was für eine Situation wir sind, da, ich will jetzt hier nicht so machen, aber da muss man doch nicht noch Salz in die Wunde streuen. Wir reden hier nicht über eine Sache, die eben gerade gewesen ist. Wir reden über schlimme Kindheitserinnerungen, die er hier teilt und dann kommt ein, da sind viel Mineralien dran. Bruder, da muss ich, also das ist aber, ist sehr unkorrekt. Habt ihr vielleicht diese eine Sache vergessen? Dann gehen Sie. Dass ich von euch angestochen worden bin. Ich habe ein Messer von euch zwischen meine Brust bekommen. Ist das kein Grund für den Krieg? Ist das kein Grund für Krieg? Erzähl mir! Voila, Bitcoin, ich bin ein Hurensohn! Erzähl mir! Du verlässt jetzt den Raum oder ich töte dich. Nein, warten Sie. Bist du dir sicher? Steht mal jetzt alle drüber. Leute, beruhigt euch doch mal, Gott verdammt. Entspannt euch. Also in erster Linie, Mahmoud, tut mir leid, okay? Mahmoud, wenn ich dich irgendwie beleidigt habe, es tut mir aufrichtig leid. Die sollen die Waffen nehmen. Warte mir, die Geschichte. Das meine ich ernst. Ganz kurz. Oh, Hermanos, nimmt die Waffen. Bitcoin, nein, das ist dein Anwesen. Ich glaube, das mit Mahmoud, erklär das mal. Das ist dein scheiß Wohnzimmer. Okay, ihr dürft euch auch nicht in meinem scheiß Wohnzimmer verstecken, in dem Marcel ein Don Teflon sagt, er soll die Fresse halten, Mirda. Das ist klar, das ist sein Hermanos. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde zu Olaf sagen, stellt euch mal vor, mein Vize Breitenberg würde zu Olaf sagen, halt deine Fresse. Kommt mir gerade mit einem Grund, dass er unfreundlich zu Mahmoud war und beleidigt Don Teflon gerade vor meinen Augen, Mirda, und wundert euch, dass sein Hermano gerade was sagen will? In welcher Welt leben wir? Wir leben in der Welt, in der wir gerade leben, Digga. Und sag mir, dass ich als erstes was falsch gemacht habe und ich bin doch ein Bastard, Digga. Fick mich. Hast du, Hermano. Was habe ich als erstes falsch gemacht? Deine Zunge, Hermano. Bitcoin, ich sag dir jetzt noch ein letztes Mal. Die Sache mit Breitenberg hat nichts mit uns zu tun. Und dass du oder einer von euch mir ein Messer reingeschoben hat, das war die Reaktion auf die Aktion halt, auf den Messerstich. Ganz wer einfach. Von uns? Ja, Bruder, das warst du, Digga. Ich kann es sagen, das warst du, Digga. Hä? Ja. Warum soll ich nicht sagen, Digga? Ich schau dir in die Augen. Deine Maske ab und jetzt sagst du mir ganz einfach, wieso du aus Emotionen heraus diese Tat begangen hast. Und nicht einfach sagst sie, es war aus Emotionen, es war dumm und fertig. Wieso? Schau mal, alles, was ich hör zu! Nein, ganz kurz. Lass mich sagen. Bitte, vergiss bitte. Aber nicht, Hermano, dass wir gesagt haben, wir haben uns, und du hast es dann, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, dass wir uns nicht verraten, Hermano. Ja, okay. Und das haben wir bis heute nicht getan. Okay. Also sag mir wenigstens die Wahrheit. Und ich habe dich nicht verraten. Ich schwöre dir, alles mit diesem Auto hat genau so gestimmt. Wenn da eine Lüge mit drin war, war es, weil ich nicht... Weißt du, wer Breitenberg niedergeschossen hat. Und ich schwöre dir, ich habe Breitenberg nicht abgeknallt. Genau. Weil es wer war? Lass doch einfach ehrlich hier mit deinem. Alles gut, Hermanos, alles gut. Also eins würde ich sagen, egal, wenn wir gleich weitermachen. Alles gut. Und Olaf, wenn du deine Antwort nicht gerade bekommen hast, Hermano, dann weiß ich auch nicht. Man muss nicht immer etwas sagen, um zu wissen, was los ist. Ich kann dir nur eins sagen, Bitcoin. Das Gespräch hätte sehr viel mehr Potenzial gehabt, aber da wir einige Dinge nicht sagen dürfen, sind, so wahr ich hier sitze, uns die Möglichkeiten hier auch gerade etwas beschränkt. Es nervt. Bin ich bei dir. Deswegen, lass uns die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, Hermano. Ich bin hier und jetzt bereit, Frieden zu machen, diese scheiß Akte zu schließen, sie zu verbrennen, Mirda, und dass nicht mehr drüber geredet wird. Weder meine Leute, noch deine Leute. Mhm. Und einfach auf einer normalen Basis, wieder ganz normal, weiterhin Hermanos sind. Denn Mahmoud versteht sich mit meinen Leuten sehr, sehr gut. Genauso wie ich mit euren Leuten. Wollen wir es jetzt kaputt machen oder nicht? Das ist eure Entscheidung. Kurze Frage. Kannst du vielleicht die Maske wieder aufsetzen? Ach, Mirda, sie. Macht mir ein bisschen Angst. Ich denke, für uns alle ist es die beste Lösung, wenn wir jetzt hier rausgehen, vielleicht etwas vorbelastet, aber wenn wir hier rausgehen und das, was vorhin in den Bergen passiert ist, nicht nochmal wiederholen. Wir sind zwar jetzt diejenigen, die hier drinnen stehen und Antwort und Rede stehen mussten zum Teil, aber wir haben nichtsdestotrotz auch bewiesen, dass wir in der Lage sind, dagegen zu halten. Wir waren heute nicht mal alle Mann. Und das stimmt. Ich denke, für uns alle ist es das Beste, wenn wir jetzt hier einfach rausgehen, eine Nacht vielleicht drüber schlafen nochmal und uns, wenn wir uns auf der Straße sehen, nicht bekriegen, sondern begrüßen. Ich bin da ganz bei dir. Ich habe schon seit 3
verdammten Tagen mir dann eine Sache für Kusang erworben, die es nur einmal auf diesem Staat hier gibt. Und die habe ich für ihn als Geschenk geholt. Kommt mal mit, Romanus. Oh mein Gott, was ist das? Darf ich's fahren? Sieh. Mr. Witt, kannst du da rein, Cousin? Okay, gracias. Das ist ein Lego-Auto. Darf ich damit über Berge fahren? Nein! Und glaub mir, die Lenkung... Doch, doch, das geht, Armano, aber die Lenkung ist sehr, sehr gut von diesem Fahrzeug. Oh, danke schön, Mr. Bitcoin Cousin. No problem, Armano. Wir haben uns dann immer so ein einzigartiges Auto gewünscht. Ja, Sohnemann, schieb mir erstmal die Schlüssel rüber, bist doch nicht volljährig. Achso, wo wollen wir hin? Ich hol mein Motorrad. Funkcheck. Ja, da. Funkcheck, Cousin. Starte, Cousin. Hallo, Cousin. Bumcheck. Boah, wow, wer war gerade so böse? Wer hat das gesagt? Dein Vater, Junge! Wann kapiert Marcel, dass der 6 ist, Digga? Digga, Marcel, bist du doof oder was? Der ist immer noch 6 Jahre alt, Junge. Wir scheißen geil, wie alt der ist. Der kannst du nicht reden. Digga, ich schick dich gleich schlafen, du Wichser. Okay, let's go. Okay, let's go. Olaf und Sofa, seid ihr hier in der Nähe? Da beim Unicorn. Ich glaube schon, ja. Schau mal in GPS und kommt mal hierher, bitte. Geh mal durch Funk durch, dass wir da hinfahren. Ihr seid doch von den Oktogramms, oder? Ah, das ist der Olaf. Ah, da sind doch die von der Oktogramms. Oktogramms, wir haben zufällig einen gesehen, er macht einen auf euch und wir wollten es euch übergeben, ja? Das wusste ich nicht. Ja, wir sind wieder weg. Ich kann meine Hosenfarbe ändern, alles gut. Ich wusste nicht, dass ihr... Deine Hosenfarbe. Du kannst auch meinen Schwanz nur kennen. Weißt du, was du jetzt machst? Du kannst auch deine Haarfarbe ändern. Du bist ein ganz witziger, hä? Hör mir mal zu. Wir nehmen den mit. Stellt die Motorräder beiseite. Komm mit. Unwissenheit schützt nicht vor Strafen, merkt ihr das? Das stimmt. Verdammter Wichser, hab Respekt vor mir, ja? Dann liegt der Schmutz. Hör doch nicht so um, du Pussy. Da liegt der Schmutz, Digga. Was machen wir mit dem? So, du gehst sicher zum Zug, okay? Du siehst erst mal deine Farbe aus, ja? Nein, warte. Erstmal gibst du mir deinen Ausweis. So, Peter, du hörst mir zu. Ich hab deinen Namen, ja? Jo. Da steht dein Wohnort drauf, ja? Jo. Ich weiß alles über dich sozusagen, ja? Das stimmt. Ich weiß sogar, mit welcher Zahnpasta du dir morgens die Zähne putzt, wenn du sie überhaupt putzt. Mhm. So, wenn ich dich in einer halben Stunde immer noch mit den Klamotten sehe, werde ich dafür sorgen, dass du die schlimmste Zeit deines Lebens in Dortmund hast, ja? Jo. Okay, ich geb dir eine halbe Stunde Zeit. Gut. Und jetzt? Kann ich Kabel bitte noch? Jungs, wir sind gerade am Würfelpark. Warte. Disco wird gerade von der Polizei hops genommen. Ich glaube, ich und Mahmoud sollten es schaffen. Das sind 4 Polizisten. Wir kommen trotzdem als Verstärkung, ja, aber so von hinten mäßig. Ich habe nichts dabei. Steig auf. Dankeschön. Echt korrekt, danke. Warte, Maske. Fick die. Wenn jetzt. Mach jetzt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcel, ja oder nein. 3, 2, 1, go. Dick. Okay, sollen wir mit? Nein. Ich hab meine Klamotten abgeschlossen. Geht nicht anders. Alle tot. Weg. Mahmoud, steig in Motorrad, hier. Digga, was war das denn? Hau ab. Ich versteck mich schon irgendwie, Mann. Fahr! Also, guck, dass ihr wegkommt. Mahmoud, geht's euch gut? Ich hab Isco bei mir drinnen. Mahmoud, Marcel, geht's euch gut? Ja, auch der Bruder Soße hätte auch einfach weiterfahren können oder mir zumindest einen Call geben können, dass er wieder stehen bleibt. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich wollte schon vor 20 Minuten schlafen gehen. Wiederschauen und reingauen. Kuss.